Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Schon heute stehen Deutsche Bank und Commerzbank auf der Liste der systemrelevanten Großbanken der Eurozone, jede für sich alleine. Die Deutsche Bank wird vom Financial Stability Board als eine der 29 systemrelevanten Banken weltweit geführt. Bis 2012 gehörte die Commerzbank auch noch dazu. Niemand braucht noch größere Großbanken, schon gar nicht, wenn die auf wackeligen Füßen stehen. Dazu kommt, auch 10 Jahre nach der großen Finanzmarktkrise sind grundlegende Fragen nicht gelöst. Der Bankensektor der Europäischen Union ist heute stärker konzentriert als vor der Finanzkrise. Es ist auch nicht gelungen, die Entkoppelung des Finanzsektors von der Realwirtschaft auch nur zu stoppen. Das alles erzeugt Instabilitäten und wachsende Risiken. Von krisenfest sind wir nach wie vor weit entfernt, und es wird uns spätestens in der nächsten Krise einholen. Erschwerend kommt hinzu, dass beide Banken, Deutsche Bank und Commerzbank, betriebswirtschaftlich angeschlagen sind. Keine von beiden verfügt über ein überzeugendes Geschäftsmodell. Überschneidungen gibt es im Bereich der Privat- und Unternehmerkunden, Firmenkunden. Da stehen beide halbwegs ordentlich da. Das ergibt aber keine sinnvolle Ergänzung. Problembaustelle Nummer eins bei der Deutschen Bank ist das Investmentbanking. Dieser Geschäftsbereich ist bei der Commerzbank sehr gering vertreten. Auch da ist durch eine Fusion überhaupt nicht geholfen. Kenner, und dazu genügt es in dem Fall eigentlich nur Bürger von Frankfurt zu sein, gell? Also Kenner wissen, dass die Mentalität und Unternehmenskultur beider Häuser nicht zusammenpasst. Viele Kunden der Commerzbank sind einfach ganz bewusst nicht Kunden der Deutschen Bank und würden es auch freiwillig niemals werden. Beide Banken stehen vor großen Herausforderungen bei der Ertüchtigung ihrer IT. Die Bankenfusion, das ist bei Bankenfusionen ja immer eine zentrale Herausforderung. Wer von Ihnen Mitglied des Untersuchungsausschusses zur Hyper-Real Estate war, weiß, dass das nicht zusammengeführte Rechnungswesen in dieser Bank einer der wesentlichen Gründe war, dass sie in die enorme Schieflage kommen konnte. Die Hyper-Real Estate musste am Ende verstaatlicht werden, Schaden bis heute 20,3 Milliarden Euro für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Also, und dann reden wir jetzt mal über die wirklich interessante politische Dimension, über die Staatsintervention, die wir vorschlagen würden. Statt also einer noch stärkeren Konzentration auf den Finanzmärkten zuzuarbeiten, bedarf es aus unserer Sicht einer grundlegenden Neuordnung des Bankensektors. Banken sollten auf ein Geschäftsmodell gestellt werden, das die Bedürfnisse der Gesellschaft und der Realwirtschaft berücksichtigt. Sparkassen und Genossenschaftsbanken machen das gut, und sie machen im Übrigen auch bessere Gewinne in den letzten Jahren als die beiden Privatbanken. Das riskante Investmentbanking und Kapitalmarktgeschäft ist hiervon zu trennen. Dies würde die Bilanzsummen verringern, es würde die Risiken verringern und die Gefahr, dass in einem Krisenfall durch Steuergelder eingegriffen werden muss, würde ebenfalls deutlich geringer. Der Glaube, dass man eine Großbank mit einer Bilanzsumme von 2 Billionen Euro mit den jetzt eingerichteten, durchaus prinzipiell sinnvollen Mechanismen auf europäischer Ebene auffangen könnte, den teile ich nicht mit Ihnen. Zusammengefasst, die Fusion zweier angeschlagener Großbanken ohne tragfähiges Geschäftsmodell ist keine Lösung für gar nichts. Der einzige betriebswirtschaftliche Vorteil läge in der Vernichtung von 30.000 Arbeitsplätzen. Dies lehnen wir als Sanierungskonzept grundsätzlich ab. Zumal die hohen Arbeitsplatzverluste bei Deutscher Bank und Commerzbank ja eben nicht bei den überbezahlten Investmentbankern und Fondsmanagern oder in der Konzernführung anfallen würden, sondern bei den einfachen und mittleren Berufsgruppen in beiden Banken. Deutsche Bank und Commerzbank sind jeweils einzeln zu groß, um abgewickelt zu werden. Deshalb lehnen wir eine Fusion ab. Dankeschön. Vielen Dank, Jörg Cézanne.
Und der letzte Redner in der Aktuellen Stunde mit den Acquerdi für die Fraktion der SPD. Moin.